So, dann einen wunderschönen guten Morgen. Anscheinend funktioniert jetzt bei mir das Live-Trading-Widget auch nicht. Also ist bei mir auch der Wurm drin. Nichtsdestotrotz kann ich jetzt hier, denke ich mal, die Aufzeichnung starten. Oder die ist gestartet und liegt dann nachher auf dem YouTube-Channel. Viel Neues gibt es sowieso nicht. Zwischen gestern 22 Uhr und knapp vor 9 Uhr jetzt am nächsten Tag. Will aber trotzdem ja, die Gelegenheit ergreifen, den Gold- und Silberpreis und die Goldminen mal nochmals näher anzuschauen, auch die Aktien eben. Ja. Hier gab es recht ja, deutliche Unterschiede, ein paar wie eine Newmont Mining, wie eine Pan American Silver, wie eine Silver Wheaton treten am EMA 200, kann man hier auch sehen. Manche der exakt hier gab es leicht Unterschießen. Hier wurde die Linie nicht ganz erreicht. Ja. Und der Rücklauf fand jetzt hier schon bis zu der Oberkante des Rainbows statt. Bei teilweise bei der First Majestic, die ja mehr als die Hälfte verloren hat, aber davor auch natürlich von ja, unter 3, von, sagen wir, von 2,70 bis auf knapp 20 US-Dollar angestiegen ist, gab es eine kräftige Korrektur. Wenn man hier jetzt das FIBO-Level anlegt, ja, sogar unter das 38er dann gefallen. Also hier gab es wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen und eben jetzt auch dann wie eine Barrick Gold im Wochenchart ist es jetzt hier ein ja, Rücklauf wieder von der Unterkante fast bis zur Oberkante. Also wenn es jetzt hier nur eine, ja, eine Korrektur auf die Abwärtsbewegung war, könnte es eben fast schon gewesen sein. Was mir halt überhaupt nicht gefällt, ist, dass hier der Goldpreis nicht gestern und auch jetzt heute nicht schon stärker anzieht. Hier im Wochenchart trifft er eben auch auf den Widerstand. Im Tageschart ja, kann er jetzt hier leicht über den EMA 200 ansteigen. Aber hier kann er im Prinzip genauso noch ein Tief folgen und dann erst eine größere Bewegung anschließen. Also hier, ich weiß, hier liegt ja nicht nur hier das Ausbruchsszenario, sondern auch hier liegt man ja dann im Plus bei diesem Setup. Wo man jetzt den Stopp nachzieht, ist natürlich schwierig, ist relativ volatil. Die Bewegungen sind nicht ganz klar, eindeutig. Muss kann jetzt hier keine genaue Stoppmarke definieren. Möglich kann man hier eben ja, knapp hier in den Gewinn reinziehen und dann den weiteren Verlauf einfach abwarten. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Oder auf das letzte Tief von heute Nacht dürfte das sein. Ja. Ist also schwierig, ob es hier, ich nehme hier nochmal den Tageschart, kann natürlich auch jetzt direkt nochmal hier hochgehen. Aber die Aktiencharts, ja, geben im Moment eben auch nicht viel mehr her. Silber ist dagegen ja eher komplett frei von Dynamik. Hier gab es zwar den Ausbruch, der war relativ schön, aber jetzt was hier passiert, ist eine Seitwärtsbewegung, die eher andeutet, dass es hier nochmal nach unten fällt, nach unten rausfällt. Und noch bleibe ich eben bei einer eher hier Ausbruchsbewegung. Aber wie man sieht, auch jetzt hier Tageschart, ja, hängt da einfach, da sind die Verkäufer aktiv, beziehungsweise die Bullen zu passiv, um jetzt hier weiter nach oben auszubrechen. Das war jetzt das Wichtigste zum DAX. Zum Gold, Silber und Minenaktien.
Zum DAX hatte ich ja gestern schon was gesagt im Video. Für mich ist jetzt hier diese Marke, ich glaube, ich habe sie gestern ein kleines bisschen nach oben gelegt, ja, die 44, aber ob jetzt 7 Punkte hin oder her, also unter 10.637 dürfte jetzt, also hier sind jetzt ja auch die ganzen Kursziele oben. Ich habe zwar hier noch 5, 6 Punkte drin gehabt, aber mit 10.693 kann man auch zufrieden sein. Sonst waren die Pfeile immer ja knapp unter die 10.700-Punkte-Marke, weil jeder sowieso das Level hier auf dem Schirm hatte, dieses Hoch. Also alles nach oben ist jetzt hier auch schon wieder diese Woche erledigt. Zwar fanden die Rückläufe nicht hier nach hier unten statt und jetzt wäre für mich hier was Neues, aber ist natürlich gegen den Trend oder gegen den Ausbruch hier. Deswegen auch definitiv auch nur grau. Wäre jetzt hier sowas denkbar. Richtung Gap Close. Und alles, was hier unter 10.490 ist, muss man als, ja, als kräftiges Warnsignal dann ansehen. Mehr kann ich jetzt hier zum DAX nicht sagen. Lufthansa hat ja gestern sogar noch Zahlen rausgebracht. Ich habe das hier ja, nur den normalen Chart. Ich habe hier nicht die Indikation genommen. Da lag gestern schon hier. JFD hat nicht. Dann gehen wir hier auf Lang und Schwarz. Hat hier das Kursziel gestern schon erreicht. 11 oder nicht ganz die 11-Euro-Marke heute drüber hinaus geschossen bzw. vorbörslich erreicht und jetzt steht er genau fast an der 11-Euro-Marke, also komplett erreicht. Man kann hier also die Gewinne mitnehmen und hat man ein CRV von 2 jetzt erreicht. Sonst hier Deutsche Bank. Wer hier eingestiegen ist, ja, eher fast auf Einstand oder eben hier das, den Stopp direkt dort belassen. Die Vonovia, ja, im Plus, fehlt aber hier noch ein bisschen an eine Käuferschicht. Ganz kurzen Wort noch zu australischen Dollar, kanadischen Dollar, sah gestern ja super aus. Heute scheitert er direkt an dem Hoch vom 27.09. Kommt ein stärkerer Rücklauf. Wenn es jetzt hier nur ein Pullback zum Ausbruchsniveau ergibt, wenn sich nur der Pullback ergeben sollte, dann ist es noch bullisch. Natürlich hier die Stoppmarke ist definitiv zu beachten. Danke fürs Zuhören und bis später dann.